Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und dazu war ich wieder fleißig im Black Market und im Auktionshaus unterwegs. Ich habe mir wieder ein bisschen was angeschafft. Und zwar erstmal im Black Market einen schönen Wappenrock. Ich hatte mir ja vor ein, zwei Monaten schon mal den blauen geholt, also den Frostwappenrock. Und jetzt hier den zweiten, einmal Wappenrock der Flamme. Der hat mich jetzt ein bisschen weniger gekostet. Den Frostwappenrock habe ich, glaube ich, 850k für gezahlt. Für den haben wir jetzt 546.000 Gold gezahlt. Immer noch sehr, sehr viel, eine halbe Million für einen Wappenrock. Aber zumindest haben wir jetzt zwei von insgesamt acht Wappenröcken aus dem Black Market. Heißt, so langsam wird's. An T3 bin ich ja auch noch dran, da habe ich jetzt mittlerweile auch 3 von 8. Also ihr seht, so langsam kommen wir da ein bisschen voran, aber da wird noch einiges an Gold leider für drauf gehen. Das ist tatsächlich aber nicht das Einzige, was ich mir geholt habe. Und zwar habe ich mir gerade eben noch in Anführungszeichen Schnapper im Auktionshaus kaufen können. Und ein Schnapper ist hier relativ, denn es war trotzdem einiges an Gold. Wir haben uns nämlich ein Hemd gekauft. Das habe ich jetzt sogar hier auch noch mal im Postkasten. Das Straßenräuberhemd. Und das habe ich für 210.000 Gold gekriegt. Heißt auch einiges. Zusammen liegen wir da bei einer Dreiviertelmillion. Heißt so 750, 760.000 Gold haben wir jetzt ausgegeben. Und dieses Hemd liegt normalerweise auf dem Region EU Market auf 700.000. Ich habe es jetzt für 210.000 geschossen. Ist auf jeden Fall günstiger als im Durchschnitt. Trotzdem 210k sind einiges an Gold für ein gammeliges Hemd. Das lernen wir. Und haben wir wieder eins mehr. Das ist anscheinend ein Hemd, das man damals als Starterhemd für humanoide Nachtelfen, Zwerge und Gnomen Rogues bekommen hat. Hatte ich anscheinend nie geholt. Jetzt haben wir es. Ich vermute auch, dass das halt eins von denen war, die mit dem Klassen- oder mit dem Cataclysm-Revamp rausgeflogen ist. Na, es ist halt wieder hier ein Item, das quasi aus dem Spiel entfernt wurde. Genau, das sind die zwei Sachen. Eine Dreiviertelmillion haben wir wieder ausgegeben. Jetzt heißt es für mich erstmal wieder ein bisschen Gold ran schaffen und im Auktionshaus bzw. im Black Market wieder nach ein bisschen Schnäppchen Ausschau halten. Und wenn ich wieder was Neues habe, melde ich mich wieder, wenn ich wieder ein bisschen Gold gewastet habe. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.